The Hunter 2015, 17, 16. 16. 16. Mit dem Klicki. Ja, mit dem Randy und mit mir. Also ich habe genau auf 20 Meter angehalten, da rennt trotzdem. Er rennt zwar hoch, aber der andere zeigt sich komplett unbeeindruckt davon. Nur so nach Wie hab 320 ich doch Meter. so gut getroffen? Was war denn das? Gut, ich muss es natürlich erstmal wieder üben. Das ist ja auch eine neue Waffe. Ach, verdammt, da weg, ey. Hätte ich mit der Knarre geschossen. Jetzt könnte ich den Arm nur wegholzen. Ja, jetzt wird's immer 289 Meter. Jetzt wartest du mal. Ich tue in der Zwischenzeit ein bisschen streicheln. Ja. Ah, mein Guter! Hast du ein großes Geweih? Ah, der zieht schon wieder weg. Ich lock ihn nochmal her. Das ist der falsche Lockruf. Hast du es gehört? Weit bist du entfernt? 249. 249. Ja. Und ja, dann kannst du es ja nicht hören. Richtig. Jetzt ist halt bloß die Frage, ich meine, ich habe ja trotzdem eine Kältedämmung, die ist okay. Wo wärmt man Die sich ist denn? gering. Bei mir stand da okay. Kommt darauf an, was du geguckt hast. Vielleicht bei den Schuhen. Ach so. Das ist nämlich unterschiedlich. Ja, selbst dann, wo kann ich mich aufwärmen? Ja, zum Beispiel wahrscheinlich an den Thermalquellen. Weil die sind ja nur bekanntlich warm. Aber du solltest langsam kommen, weil der Elch kommt mir immer näher. Ja, 194 Meter. Von mir aus. Von dir aus, ja. Gut, von mir aus ist er jetzt noch 40, also müsstest du eigentlich schon sehen. Komm einfach mal ein bisschen entgegen, nicht, dass der mir jetzt hier gleich auf den Körper rumtrampelt. Das geht nicht bei meinen neuen Klamotten. Jetzt hörst du ihn aber, oder? Gehört habe ich ihn jetzt so. Da vorne, okay. Wie habe ich den? Oder habe ich jetzt etwa das Scope wieder falsch gelesen? Weil die neue Armbrust ist ja so, hat schon irgendwie sowas wie ein Standardding drauf mit 20, 40, 60. Da muss den Mann ja auch unterscheiden. Bei dem anderen Bogen war es ja irgendwie 10, 20, 30, 40. Und jetzt habe ich noch einen Scope drauf gesetzt, es geht sogar bis 80 Meter. Also 117 Meter noch. Dadurch, dass das aber hier in der Kühle hängt, sehe ich den von hier. Ach doch, hier. Ist ne? Ja, der ist ja mittlerweile rechts von der. Da zieht direkt an mir vorbei gerade. Ein schönes Tier. Also muss ich schon sagen, die Tieranimation ist schon. Na dann, soll ich mal mein Glück versuchen, wenn's da. Oh, lautlos, wie gesagt, ne? Mit dem Messer. Ja, ich warte noch, dass er steht. Jetzt. Ach, das hätte ich aufnehmen müssen, das sah so schön aus. So, dann gehe ich mal ganz kurz nochmal angucken. Also die Spur lesen. Hoffentlich tun jetzt nicht gleich den Elch weghauen. Lunge, Herz hat er getroffen. Och, da wegen. Na, Lunge, sehr schön. Herz. So, ich verfolge mal meine Spur. Ja, warte mal, da war der erst mal auf mich. Bin nicht Ja, du leider. kannst ja schon mal abscannen da. Ich guck nur über den Berg oder was ich getroffen habe. Ach so, Weil. Oh, ich merke aber hier, meine Farbe ist hier nicht ideal auf Schnee. Ich sehe die Spuren sehr, sehr schlecht. Oh, hier ist noch was. Ich weiß sogar, welches Elchlevel ich habe. Ich habe ein Geweide getroffen. Das hat er gut gemacht. So, hier rüber ist er gezogen. Aber hat auf jeden Fall einen Haufen Blut verloren. Aber gut, das hätte er beim Elch nicht zu sagen. So, jetzt können wir uns scannen. Sehr schön. Körper, linke Lunge und Herz. Ja, schön getroffen. Auf einen Wert 100. Jetzt werde ich mal wieder beschleichen, nicht dass er hier noch irgendwo rumhuckelt.
flüchtend. Ich habe eine sehr, sehr, sehr gute Tarnung. Flüchtend. Schauen wir mal herunter. Da sehe ich ein Geweih. Oder was ist das? Da ist ein Geweih. Ist er tot? Ist auch noch ganz schön weit gekommen. Halleluja. Der Schlopp da liegt. Der ist tot. Ja, wenigstens habe ich nicht Körper getroffen, weil da würde ich ja jetzt hier die ganze Zeit hinterher rennen. Das ist wohl wahr. Also so schlecht scheine ich nicht gezielt zu haben, aber es war halt auch ne, in der Hektik des Gefechts. Aber das ist halt auch das Schöne, dass es sehr gut simuliert wird, dass du dann plötzlich, wenn der so nah dran ist, da musst du dich ja dann wirklich erstmal konzentrieren, wo du sagst, beim Gewehr, ich lass mir noch Zeit, ich lass mir noch Zeit. Ach du guter Gott, wo steckt denn der Pfeil? Da unten im Bauch. Ja. Leber, Magen, Eingeweide. Kein Trophäenwert, wer hätte es gedacht. Aber wir haben ihn abgeschossen und ich habe das erste Ding freigeschalten für Reverse Draw Crossbow. Schön. Ach, und noch eine Errungenschaft. 100 Elche erlegt. Mensch. Der Tag der Errungenschaften. Bewege mich mal relativ schnell zu diesem Wegpunkt, den wir da gesetzt haben, weil ansonsten bin ich nämlich auch gleich wieder tot. Ja, wenn nicht, wenn das jetzt wieder so ist, oder du dich dort nicht aufwärmen kannst, dann, ja, was weiß ich, dann starten wir vielleicht nochmal neu. Da holst du dir fix die Klamotten. Dann gehen wir halt an den anderen Punkt dann zum Starten oder so. Ist das, weil das ist ja dann kein Gespiele, wenn du ja immer nur sagst, nein, alles klar, ich habe 10 Minuten, bis dahin muss es knallen. Ja, weiblicher Ich weiblich, aber Elchboros. du wirst dich ja trotzdem weiter auf den Weg machen, ne? Na klar. Ja, das liegt Knall doch ich auf dem fix Weg. weg. Nein, ich fix weg, pass auf. Kommt jetzt gleich wieder zum. Ach, wieso war ich denn? Wieso rennt dann der? Ist noch irgendwas in der Nähe, ein Haus oder so? Ich höre ständig Schritte. Oder ich bin's. Nee. Na? Du. Dafür brauchst du vier Beine, um zu klingen. Na so. Zieh erstmal fix das Ding wieder auf. Das ist wieder schön. Ich geh auf dem Weg hier hoch. Halt, die guckt andersrum. Warum guckst du andersrum? Hey, das war die doch gar nicht. Jetzt geantwortet. Ach, das sind auch wieder zwei. Okay. Hey, Weibeln. Ach ja, die eine wäre jetzt sogar bei mir hier. Ja, dies war da Und links. was ist denn weiter links? Ah, die. Ja, das ist aber ein Kerl. Ach nee, das ist ein Kerl mit zwei Weibern. Ja. Naja, hast du? Ja, was? Ja, ich würde den Kerl nehmen. Ja gut, dann Warte, 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 jetzt läuft er mir ja gerade ins Gebüsch rein. laufen gerade alle. Also. Schnell, die ertritt mich leider. Ach so. Ah, gut, dann 3, 2, 1. Das hat geraucht. Bei dir? Ja, der lebt doch Ich hab noch. doch gesagt, die E-Zigarette nimmst du nicht mit dem Wald. Ah, haben wir aber getroffen. Hat guten Durchschlag. Ja, ne Diek. Ach so, mit dem Masler, ha. Aber Ja mit gut, den das ist ja neuen. auch. Ja. Da gab es so oft so eine, soll man sagen, so eine Challenge bei Waldebar, aber man muss sagen, ach, bei mir waren schon die Minuten angezeigt, wunderbar. Man muss sagen, es ist 13,4 Meter.
Das ist bei den, ja, bei den Vorderladern. Das Geräusch ist so laut, dass das vorher so durch die Berge schallt, dass die manchmal schon erschrecken, da ist der Schuss noch gar nicht richtig dort. Okay. Hab ich manchmal das Gefühl. Ja, weil Ist das so aber recht komisch. gelungen, aber. Profi-Shot. Also ich muss sagen, dafür, dass wir jetzt in der zweiten Folge sind, du hattest ja hier schon ganz schön gut. Ich dachte, dass hier so wie Hemmeldal, weißt du, ja deutlich weniger wild war. Dass das hier genauso läuft, aber man muss sagen, es ist ja. Gut, die Scheunentiere haben wir jetzt noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob wir es schon erwähnt haben. Es gibt ja noch den Polarfuchs, den Eisbären und den Schneeschuhhasen. Das ist natürlich, die würde ich natürlich auch gern sehen, weil so ein Polarfuchs, also wenn du dir mal die in Real Life anguckst, das sind ja echt schöne Tiere. Das Ach, ist wohl, da hinten ist vorne die ist alte er. noch. Ich gehe jetzt endlich mal Richtung Quelle, wenn ich bis dahin überhaupt noch komme. Da ist ja noch Check ich von einer, hier. Alter. Das ist voll, da hinten ist ja noch was. Da hinten ist noch ein Weibel. Nochmal zwei Weibel. Aber achte auch auf deine Erfrierung, nicht, dass du im Internet verreckst, ne? Ja, deswegen, die sind ja alle Richtung Quelle. 190 Meter habe ich ja jetzt eh, ne? Die sind aber nicht, die ist aber nicht Richtung Quelle. Ich habe das markiert. Ob das überhaupt eine Quelle ist, ist eine Frage. Sieht der aus, wie ich sehe. Ja, die Quellen sind ja auch nur Seen. Ach du Scheiße, an den See sind ja ein Haufen. Ja? Gehen wir an die Knie. Was haben wir denn da jetzt hier? Weibel, das sind ja noch zwei Weibel. Ja gut, es dampft, also die sind wirklich warm. Gut. Dann denke ich mal, kannst du die Stadt auch aufwärmen. Ja, muss man. Ich schub's dich einfach rein. Und Das Schöne ist zwar bei Elchen, die erschrecken sich nicht so schnell. ja, zumindest laufen sie auch nicht so weit weg, ne? Und das kommt noch dazu, ja. Ah, das ist die Flischne, die mit da unten steht, weil hier hinten steht noch eine andere. So. Die Elchpopulation ist sehr gut da hier. Ja. Dann würde ich sagen. Bevor du schießt, sag Bescheid, ich habe auch Sicht auf eine. Dann bestimmt dieselbe im Visier. Naja, die ist so bei zwei Bäumen. Nein, die hinterste oder die vorderste? Eine, die zieht aber so ein bisschen rechts an dem Steht See vorbei. da steht die jetzt gerade? Jetzt sehe ich sie nicht mehr, jetzt bin ich in der Kuhle. Ich sehe nichts mehr. Warte, die. Also Nee, steht's jetzt. denn da Ja, jetzt jetzt ein. steht die. Jetzt Warte, ich steht markiere. Dort. die. Ja, das stimmt. Dann nehme ich die andere, die weiter vorne ist. Ja, es sind eh nur Weibeln, die müssen wir ja nicht unbedingt jetzt schießen. Das stimmt auch, aber ich kann mich hier auch nicht aufwärmen. Ich bin jetzt schon in der Quelle drin. Also, ne, im Wasser drin tut sich trotzdem nicht. Was sind das für die Quellen? Das ist die Frage. Genau, Weil, ne. hey, Aber wir sind eh das. mit der Folge fertig, von daher würde ich sagen, guck ich mit den Scheiß halt, dann machen wir halt so, ne? Gut, Gut, da würde ich sagen, dann, das wenn. Däumchen. Ne, Moment, Moment, wir sehen uns. Der muss natürlich Ja. noch schießen, ohne was zu sagen. Ja. Da oben Rente. Aber ich habe Level 2 mit dem Gewehr erreicht, das ist ja schon mal vom Vorteil. Dann hast du auf jeden Fall getroffen. Richtig. Ah, da liegt sie. Ach, da liegt sie Gut, sogar. dann geht er noch einsammeln und dann sehen wir uns quasi in der nächsten Folge. Däumchen nicht vergessen. Ja, Tschüss. tschüss.